Ja, der DAX, die DAX-Analyse für heute. Ich habe extra noch für auf heute gewartet. Ich hatte euch ja gestern versprochen, nach meinem Silberpreis-Goldpreis-Video, dass ich nochmal ein DAX-Update mache. Und ich habe extra nochmal auf heute gewartet, um vielleicht eine aussagekräftigere Aussage hier machen zu können überhaupt. Also es scheint tatsächlich so, dass jetzt ein bisschen auch das Volumen raus geht. Also theoretisch, wie wir hier eben so um die 8,5 eine Bodenbildung oder so zumindest mal eine Beruhigung sehen könnten in dem Indiz. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass letztendlich jetzt übers Wochenende ja die ganzen Maßnahmen jetzt auch in Deutschland umgesetzt worden sind, die letztendlich jetzt weitestgehend in dem Chart, den wir hier jetzt sehen, also sprich den DAX 30, mit eingepreist sind. Ja? Also das, was jetzt stattfindet, diese Ansprache von der Merkel, dass die Bars geschlossen werden und all diese Maßnahmen, die sind bereits hier mit eingepreist. Ja? Das heißt, es müsste jetzt noch was Neues kommen. Also der Ölschock ist mit eingepreist, es müsste jetzt noch ja, sozusagen der nächste Schock kommen. Ja? Die nächste große böse Nachricht, irgendeine Folgeerscheinung, ja, aus den aktuellen Situationen, die bereits mit eingepreist sind, irgendeine Folgeerscheinung, was weiß ich, irgendeine Bank geht hops oder irgendwas, ja. Ich habe auch keine Ahnung, was das sein könnte. Es könnte sein, dass einfach irgendwelche Firmen in den USA Schwierigkeiten bekommen, ja, wegen der Lieferkette. Es könnte sein, dass irgendwelche Fracking Firmen Schwierigkeiten, Zahlungsschwierigkeiten bekommen und das sozusagen die Initialzündung ist von der Kreditkrise oder irgendwas. Es könnte sein, dass die Maßnahmen, die wir jetzt hier in der EU ergreifen oder auch in China relativ rigoros ergriffen worden sind, es ist ja letztendlich eine Diktatur, in den USA vielleicht nicht so umsetzbar sind, weil da einfach die Struktur ganz anders ist, ja. Und auch sehr viel mehr arme Leute gibt wie hier. Also sehr, sehr viel mehr arme Leute, ja. Wo einfach auch diese ganzen Quarantänemaßnahmen und so weiter gar nicht umsetzbar sind. Ja, also da gibt es ja ganze Stadtviertel, die so groß sind wie ganz München, ja. Da wo sich fast kein Kopf mehr reintraut. Ja, das gibt es zuhauf dort, ja. Also die Mittelschicht ist ja dort auch massiv geschrumpft, ja. Und die Leute, die früher mal Mittelschicht waren, sind jetzt wieder aufgestiegen über Digitalisierung, haben sich irgendwie Online-Business aufgebaut oder sowas, ne? Haben sich halt dann letztendlich da halt wieder gesund gestoßen, sind halt einfach aus der Mittelklasse oder in der Mittelklasse geblieben oder aufgestiegen zu den Millionären, ja, Millionär geworden, über was weiß ich, indem sie halt irgendwelche Tools also online halt nutzen und dort eben ihre Geschäfte machen, E-Commerce und so weiter. Über Amazon sozusagen dann ihre Sachen verkaufen, weil eben letztendlich also traditionelles Geschäft auf der Straße nicht mehr so gut funktioniert und so weiter. Oder sie sind halt abgestiegen und eine ganze Menge sind eben auch abgestiegen. Von daher ist eben, also eben die Unterschicht, ja, die Armen sind gewachsen. Also es gibt in Philadelphia, in Atlanta, in jeder Großstadt gibt es ganze Viertel, ja, da wo ja, quasi kein normales Leben, so wie wir es hier kennen, ja, passiert. Ja. Das ist einfach nur Ghetto. Ja. Da gibt es einfach nur Drogendealer und Drogenabhängige und dann noch ein bisschen was dazwischen und mehr nicht, ja, und das ist halt viel, viel schwieriger, das Ganze, und da könnte natürlich sein, dass sich der Virus sozusagen exponentiert, also exponentiell ausbreitet und dies dann letztendlich, wie auch immer schlimm das dann letztendlich ist oder auch nicht, aber eben verstärkte Paniken eben, wenn diese Zahlen oder diese Statistiken dann letztendlich auch durchkommen. Oder auch dafür gesorgt wird, dass diese Zahlen dann durchkommen. Das ist reine Hypothese, ja. Also ich versuche jetzt ein bisschen mit einem Fernglas in die Zukunft zu schauen, dass dann dafür gesorgt wird, warum? Weil natürlich Donald Trump eine Menge Gegenspieler hat, ja. Und wir befinden uns nach wie vor im Wahljahr, im sogenannten Juhu, Wahljahr, das Wahljahr, ja. Da geht der Markt nur nach oben, ja. Ihr erinnert euch, ja, gegen Ende letzten Jahres.
Jeder hat das sozusagen verkündet, ja. Da wo ich angefangen habe, meine Aktien zu verkaufen, ja. Wenn das alle sagen, dann ist schon wieder die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stattfindet, ja. Also auf jeden Fall, ja, es gibt einige, die sind daran interessiert, dass, auch wenn es jetzt makaber klingt, aber die Macht steht über alles, ja. Also wenn jemand eine Möglichkeit sieht, dass Donald Trump einen fetten Schnitzer reinhaut, ja, im Umgang mit dem Coronavirus, ja, dann werden die das auch schön publizieren, ja, und groß und breit treten, um einfach Donald Trump in der bevorstehenden Wiederwahl oder theoretischen Wiederwahl weiter zu schwächen. Und der ist stark jetzt geschwächt worden, natürlich. Und weil dort einfach auch sehr viel Ambiguitäten sind, ja, also der eine sagt das, der andere sagt das. Und letztendlich ist es ein Abbild von Unsicherheit und Chaos. Bevorstehender Chaos vielleicht. Also wer weiß schon richtig, wie viel Chaos da ist. Auf jeden Fall, ich denke mal, dass in den größeren Städten, so wie New York City und so weiter, das alles relativ gut laufen wird, aber es gibt eben noch eine ganze Menge mehr Städte dort, ja. Und wie es eben mit so Quarantänemaßnahmen und so weiter eben ist, ist es ganz ähnlich wie auch in der IT-Welt oder in der IT-Security-Welt, ja. Die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied, ja. Das heißt, wenn du halt in ein paar Städten oder bei uns wären das jetzt Bundesländer oder so, eben die Maßnahmen sehr gut umsetzt, und bei uns ist das sicherlich flächendeckend der Fall, wir sind ja nur ein kleines, popliges Land im Vergleich zu den USA. Aber halt, du hast halt ein paar Städte da, wo das nicht so gut abläuft oder sozusagen Unterstädte, also letztendlich Ghettos, ja. Dann verbreitet sich das Ding halt trotzdem weiter, ne? Also dann bringen die anderen Maßnahmen nur beschränkt eben was. Und die Gefahr besteht durchaus, und dass das eben noch ein bisschen halt dann auch geschürt wird, ja, um den Donald Trump zu schwächen, auf Kosten, egal welcher Kosten, Hauptsache Donald Trump wird geschwächt, ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen sogar. Wir leben nun mal in keiner hübschen, schönen Welt, ja, und jede Schwäche wird genutzt, ja, genauso wie von den Saudi-Arabien und so weiter mit ihren Ölschwemmen jetzt, die letztlich dann den Ölschock erzielt haben. Die haben ja auch, haben sich gesagt, wir denken uns erstmal an uns selbst, ja, wir sind das Wichtigste und nach uns die Sintflut. Was dann mit dem Rest der Welt passiert, ist uns jetzt erstmal egal. Hauptsache, wir kriegen jetzt noch möglichst viel Cash rein, ja. Und so wie im Kleinen, so im Großen, ja. Also von daher, das ist im Übrigen nichts Spezielles auf Saudi-Arabien. Ich meine, das ist letztendlich denkt der Mensch immer so, ja. Also wenn es hart auf hart geht, dann denkt er erstmal an sich selbst, und das ist ja letztendlich Teil unseres genetischen Codes, so wie wir eben überleben. Ja, dann da ist eigentlich relativ normal. Ja. Also es ist nicht, keine, soll keine Wertung sein, sondern ich will damit eben nur all diese Punkte sind eben wichtig, um sich Gedanken zu machen. Ist es jetzt sozusagen der Zeitpunkt, dass ich hier für den Wiedereinstieg in den Markt, ja, für Aktien und all diese Sachen. Und all diese Überlegungen sind da letztendlich Grundvoraussetzung. Denn wenn man sich natürlich jetzt verschätzt, und wir rutschen nochmal 1000, 2000 Punkte ab. Ich habe ja hier mal vor ein paar Tagen so ein paar nette Quadrate eingezeichnet. Also bis jetzt haben meine Quadrate immer relativ gut funktioniert, ja. Wir sind jetzt in diesem Quadrat hier, und der nächste Quadrat, das ist dann halt hier, oder sogar 5000 Punkte, dann wären wir auf dem Niveau von 2011. Und wir sagen jetzt mal 2011 bis heute, das sind ja nicht mal 10 Jahre, das sind 9 Jahre. Ja? Also da sieht man mal, wie die Entwicklung war in den letzten 9 Jahren. Ja? Also, und wir sind hier im DAX, und der DAX ist letztendlich, der hat sich im Gegensatz zum Beispiel zu den US-Indizes miserabel entwickelt, ja. Das war ja wie so ein, wie so ein, mit so einem
mit so einem Hinkebein, ja. Wenn wir die anderen Indizes anschauen, S&P und Nasdaq, die sind ja viel, viel steiler gegangen, ja. Aber der Zeitraum ist ungefähr der gleiche. Ungefähr 9 bis 10 Jahre sind wir mehr oder weniger eben aufwärts gegangen. Und das alles wird jetzt abgeschmolzen und innerhalb von kürzester Zeit. Und ich sehe mal, dass hier, ich würde mal sagen, also, den Husten, den ich habe, den hatte ich schon immer, ja, also von daher. Wo waren wir denn zum Beispiel hier bei der Finanzkrise? Da waren wir auf 3500 Punkte, das war ja schon fast lächerlich. Aber ist natürlich alles möglich, ja. Das hängt alles davon ab, welche Folgeerscheinungen, ja. Wenn wir zum Beispiel so ein Dominospiel uns mal vorstellen, du weißt ja, wie das ist, ne? Wenn ein Dominostein fällt, dann fällt der andere, der andere, der andere. Und die Frage ist, wenn wir jetzt so eine Reihe von Dominos, ich weiß nicht, wer von euch das mal gemacht hat, so ein Domino aufgestellt, da gibt es ja ewig lange große Dominos, ja. Und unser System, unser Weltwirtschaftssystem und Bankensystem ist letztendlich schon ein relativ langes Domino. Und wenn wir jetzt sagen, okay, da sind ein, zwei Steinchen gefallen, ja, die Frage ist, fällt das nächste Steinchen? Das ist letztendlich die Frage. Ja. Es gibt bestimmt noch eine Menge Steinchen, die stehen. Was gut ist, aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch dessen bewusst sein, dass aufgrund der Tatsache, dass noch so viele Steinchen stehen, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass diese Steinchen auch noch umfallen, ja, als Ketten, als Folgeerscheinung. Sprich, Kredit, ja, irgendwas, irgendwelche größeren Kreditausfälle, also sprich, dann geht es wieder um die Banken. Obwohl ich sagen würde, dass wenn die Banken in Schwierigkeiten kommen, dass das noch eher zu managen ist, ja, weil man kann theoretisch als Zentralbank Banken ja unendlich unter die Arme greifen. Man kann sie ja komplett verstaatlichen, man kann, ja, also da sind wir in der Welt des Chiralgeldes und da kann man ja machen, was man will letztendlich, ja. Man muss es dann nur geschickt machen, dass die Leute nicht wiederum in Panik verfallen. Das sind halt immer die realwirtschaftlichen Folgeerscheinungen, dass die Leute draußen eben ruhig bleiben. Und wenn man das einigermaßen dann intelligent macht, dann kann man jedes System quasi ja, beliebig ja, subventionieren. Ja? Also das ist nicht das Problem, weil es sind ja alles nur digitale Nullen und Einsen, ja, und so weiter. Also ich meine, in der heutigen Welt, in der heutigen Zeit. Aber die Sache ist halt, wie man es anpackt, wie man es kommuniziert, in die Bevölkerung raus und all das. Und da war bis, also was ich in den letzten 2 Wochen oder so gesehen habe, und das seid ihr mit mir bestimmt d'accord und viele andere sind da auch mit d'accord, relativ, also ja, also da haben die Zentralbanken und Politiker schon mal Besseres geleistet, als wie diese teilweise sehr widersprüchlichen Aussagen, diese sofort alles Pulver verschießen, was natürlich auch eine negative Message sein kann, zumindest für die etwas intelligenteren Bevölkerungsschichten, die sich dann sagen, naja, warum so schnell und alles? Ja, ist es wirklich schon so schlimm? So schlimm habe ich es eigentlich gar nicht gedacht, dass es wäre und so weiter. Also, das ist halt schon das, wie nimmt die Bevölkerung welche Informationen auf und wie reagiert die Bevölkerung letztendlich darauf? Das sind so die entscheidenden Punkte, auf die es drauf ankommen wird. Die dann letztendlich auch wieder in dem Indizes wie der DAX und S&P und Nasdaq und Hongkong und so weiter, die dann wieder gespiegelt werden. Ja, und wenn es da zu mehreren Panikwellen noch kommen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann fällt eben der DAX auch noch weiter. Und jetzt kann zum Beispiel einer hier argumentieren, ich steige nicht eher ein wieder in den Aktienmarkt. Oder zum Beispiel jetzt den DAX, bevor ich in keine blaue, ja, wir sehen hier letztendlich, das sind alles Wochenkerzen, das heißt, wir haben hier lauter rote Wochenkerzen, ja, also 1, 2, 3, 4, 5 bereits, ja, also
Es ging ja hier oben los. Jetzt haben wir schon bei der zweiten, dritten, vierten, fünften Wochenkerze, die rot sind. Ich möchte hier eine blaue Wochenkerze sehen und dann fange ich mir erst wieder an, Gedanken zu machen und so weiter. Ist natürlich auch keine Garantie. Ja? Also Garantien gibt es nirgends. Aber es ist natürlich ein Zeichen, das letztendlich auch wiederum viele andere Leute sehen. Ja? Und ich würde mal sagen, rein theoretisch wäre eine blaue Wochenkerze überfällig. Das wäre dann letztendlich nächste Woche, was die blaue Kerze diese Woche noch kommt. Davon gehe ich nicht aus. Aber ich muss die erstmal gesehen haben. Ja, und dann kann man sich weitere Überlegungen machen. Also mit anderen Worten, ich halte mich aus dem Markt raus. Ich bin leicht short, habe noch ein paar Aktien. Ich glaube, ein kleines Übergewicht, so ganz leichtes Übergewicht habe ich auf Short. Das bringt mir heute wieder 200, 300 Euro Profit. Was heißt Profit? Buchgewinn. Profit ist es ja gar nicht. Ja? Man müsste jetzt die Short rausziehen und dann hätte ich erst diesen Profit. Ja? Und unterm Strich bin ich ja letztendlich überhaupt gar nicht im Profit. Ja? Ich bin einfach nur ganz leicht, die paar Aktien, die ich halt noch habe, habe ich halt nur ganz leicht sozusagen abgefedert. Das ist eigentlich alles. Ja, meine Wix-Position, da bin ich natürlich super im Profit. Ne? Da habe ich für 800 Euro mal vor zwei, drei Wochen so eine Wix-Position gekauft. Also es ist quasi so ein ETF, der den Wix-Future abbildet. Und der ist seitdem 250% oder so gestiegen. Da müsste ich mal nochmal ein Video drüber machen, wie viel der jetzt gerade ist. Also weil das so eine kleine Mini-Position ist, schaut mir das auch kaum an. Aber es ist halt ganz interessant, da auch mal Erfahrungen zu sammeln, weil ich da eben vorher nie mit getradet habe. Das war es eigentlich schon für dieses Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein und tschüss.